kaum zu glauben, aber die Hälfte haben wir. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Session von Spyro Enter the Dragonfly. Ich weiß jetzt nicht, bin gerade überlegen, das müsste Session Nummer 5 sein. Heute haben wir jedenfalls den 3.3.2016. Und ja, 50% des Spiels, wie schon eben erwähnt, haben wir schon geschafft. Ich bin gespannt, was wir so dieses Mal schaffen werden. Und bevor wir loslegen können, muss ich einmal mich nochmal eben enthellern, denn ich habe hier so einen ziemlichen Kabelsalat. Ich habe jetzt die PlayStation an der linken Seite, die PlayStation 2 an der linken Seite etwas angehoben, damit das CD, beziehungsweise DVD-Laufwerk ist es ja eigentlich, die CD, beziehungsweise DVD, das Spiel, sagen wir es einfach mal so, besser lesen kann. Ich habe die eben ganz normal stehen gehabt, da wollte das Spiel nicht gelesen werden. Also ich denke mal, dass das Hauptproblem am DVD-Laufwerk der PlayStation 2 liegt. Dann habe ich sie andersrum hingestellt, dann wollte es auch nicht und jetzt scheint es so in etwa zu gehen. Ich hoffe es mal, sie macht zwar immer noch komische Geräusche, aber hey, Moment. Und ich muss mich mal eben auf den Kopfhörern etwas leiser drehen. So, upsala. Und schmeiß hier alles weg. Meinen schönen Schnapsbecher aus Kanada, den ich geschenkt bekommen habe von einer Zuschauerin meines Vlogdave-Kanals. Den möchte ich natürlich nicht umschmeißen. So, wir machen weiter. 50% geschafft. Das letzte Mal haben wir dann auch noch das Wolkenlevel abgeschlossen. Ihr habt in der letzten Folge am Ende dann auch noch gesehen, wenn ihr die zu Ende geguckt habt, dass dort... Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich es vorher schon gemacht hatte in der Aufnahme. Auf jeden Fall, wo die letzten Edelsteine dieses Levels waren. Die waren auf so einem oberen Plateau halt, alle auf diesem einen da drauf, quasi am Ende des Levels. Und da bin ich ja nochmal drauf geflogen, habe die alle eingesammelt auf Screen. Habe dann aber nicht so schnell geschaltet, dass ich das dann auch aufgenommen habe. Deswegen wollte ich euch das nochmal so nachreichen und auch hier habe ich es dann nochmal gesagt. Falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte, am Ende der letzten Folge... Den Level haben wir dann also auch komplett. Ja, ich habe da nach der eigentlichen Session nochmal eine ganz schöne Zeit dran gesessen, denn dann ist mir die PlayStation halt nochmal wieder abgestürzt und so weiter und so fort. Ach, schön. Ja, ganz toll. So toll, dass ich mir immer einen Schluck trinke. Oh, die so schön hat geprickelt in meine Luftröhre. Oh, schönes... Klares, kaltes, prickelndes Mineralwasser. Kaltes, klares Wasser könnte man es auch nennen. So, wir machen auch direkt weiter. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, das Sinnvollste ist momentan für uns. Wir können uns mal eben einen Überblick verschaffen. Das ist auch nie verkehrt. Genau, 45 von 90 Libellen haben wir. Und auch schon mehr als die Hälfte der Edelsteine. Und, ich weiß nicht, ob mir, vielleicht hat mir schon jemand geschrieben, was mit den Luau-Inseln ist, da, wo die letzten Edelsteine sein könnten. Wie gesagt, denen widmen wir uns jetzt aber erstmal nicht. Und mir wurde auch geschrieben, dass im Getreidekreisland eine Libelle fehlt. Da könnten wir vielleicht nochmal hingehen. Ich nutze jetzt auch mal diese Schnellfliegfunktion hier. Denn das ist einfacher, als da jetzt wieder komplett hinzulaufen. Habe ich euch ja auch schon den Weg gezeigt, den kennt ihr ja schon. Vom eigentlichen Level-Durchgang. Ja, da bin ich wieder. Nachdem gerade eben auch nochmal beim Laden die PlayStation 2 abgeschmiert ist, habe ich jetzt das alles nochmal neu gestartet und jetzt nehmen wir hier weiter auf. Jedenfalls wollten wir hier zum Getreidekreisfeld-Dingens-Bummens hin. Denn hier fehlt uns noch eine Libelle und ich weiß nicht so wirklich wofür. Ich habe hier immer noch diese Theorie mit diesem Spiegel. Das sieht mir doch sehr danach aus. Aber jetzt mal ohne Flachs jetzt. Das letzte Mal, als ich mit Dennis hier war in dem Level, auch mit Alex, da stand das Ding nie im Leben da. Das wäre mir aufgefallen. Also jetzt mal ohne Witz, so blind bin ich nicht. Das ist ja erst, das, entweder wurde es nicht richtig geladen oder es ist erst nachträglich da reingekommen. Also ernsthaft jetzt. Ich meine, das wäre Alex oder das wäre Dennis ja auch aufgefallen. Wir haben ja auch noch danach gesucht. Okay. Das war knapp. Du, Kacke. Warum? Ah, da war ich rot. Cool. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es besser funktioniert. Ich habe die PlayStation 2 jetzt doch wieder normal hingestellt. Denn dann
ruckelt zwar ebenso und es braucht relativ lange, aber anscheinend ist das doch relativ wirkungsvoll. Da ist jetzt auch noch ein Spiegel. Ach, der ist jetzt gespawnt, weil ich den ersten wahrscheinlich aktiviert habe oder so, ne? Interessant. Ich weiß nicht, ob Fox Mulder das gutheißen würde, ehrlich gesagt, weil letztendlich tut man dem UFO ja nichts Gutes damit, sag ich mal. Könnte er argumentieren, nee, liebe Leute, ihr macht das UFO hier kaputt und es könnte Beweise und könnten zerstört werden oder so. Ist ja alles gar nicht verkehrt, ne? Sagt Mulders Fox, ne? Das ist halt so. Ich weiß nicht, wie Dana Scully das sehen würde. Und warum kann ich ja nicht einfach mal hier drauf? Das ist ja nicht wahr. Ich glaube, die wird das ein bisschen lockerer sehen, die Dana. Letztens, beziehungsweise ja vor ein paar Tagen noch, als ich wieder bei meinem Freund und Kupferstecher Get Germanized war, haben wir auch wieder einige Akte X-Folgen zusammen geguckt und so. War wieder richtig, richtig geil. So. Da war nichts drauf. Ach ja, die Musik ist schön. Und was mir auch mal so aufgefallen ist, die Musik in diesem Wolkenlevel fand ich auch ziemlich cool. Ich höre die Aufnahme, also ich höre die Musik ja während der Aufnahme nicht so wirklich. Scheiße, ich habe nicht auf den Monitor geachtet, weil ich mich hier wieder verheddert hatte mit dem Kabel. Ich brauche mal dringend mehr Sparks. Aber die Musik ist richtig geil. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr so die Klasse von den alten Spyro-Teilen erreicht. Aber sie ist trotzdem. Es ist schön, ist schön. Kann man sich geben. Ah! Na. Ach, das ist das andere UFO, was wir hier auch mit dem Elektrostab quasi aktivieren können. Ich gehe mal hier hinten her, weil ich ungern von dem getroffen werden möchte. Wenn auch nur peripher, denn auch selbst das tut weh. Wir brauchen Schmetterlinge. Aber hurtig. So, Funke Mariechen. Tu deinen Job. Sehr schön. Ja. Da haben wir beim letzten Mal ja noch einen ganz neuen Bereich der Hauptwelt geöffnet. Mit unserem Eisatem. Den wir ja vorher noch gar nicht öffnen konnten, weil wir den Eisatem dann noch nicht hatten. Ergibt Sinn, ne? Und sind alle guten Dinge vier? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich hatte ja immer noch gedacht, dass man diese hier auch irgendwie wegbekommt. Das ist ein Superfeuer, was wir mal am Anfang hier hatten, als wir das erste Mal im Level waren. Aber anscheinend nicht. Du hast Flavie gefangen. Ich hab Flavie gefangen. Ja, geil. Ach, schön. Ja. Wie enthusiastisch der einfach immer ist, der Kerl. Ich hab Flavie gefangen. So. Alles klar. Dann gehen wir jetzt in die Drachenreiche zurück. Das ist ja die Hauptwelt. Und dann schauen wir uns mal im neuen Bereich um. Und dort werden wir wahrscheinlich eins der letzten vier Level dann auch betreten. Entweder das Affenkloster, das Honigmoor, die Diebeshöhle oder den Saurierdschungel. Schauen wir mal. Klingt alles sehr interessant auf jeden Fall. Bei Saurierdschungel musste ich gerade an die Dinominen denken. Ich glaube, das war in Teil 3. Ich glaube, ja. Dieses Western-Level mit den Dinosauriern, die so ein bisschen auf Lucky Luke getrimmt waren. Fand ich auch sehr, sehr cool. War mal auch wieder was anderes. Und ja. Mich wurmt das ein bisschen, dass ich in den Luau-Inseln diese Edelsteine nicht gefunden habe, ehrlich gesagt, weil ich echt nicht weiß, wo die sein sollen. Das wäre vor allem, ich denke mir halt 20 von den Werten her, das müssen ja nicht 20 einzelne Edelsteine sein, wie wir wissen, das könnte ein zusammenhängender Bereich sein, den ich komplett übersehen habe. Irgendeine Ecke oder so. Oder aber ich habe Gegner, habe ich zum Beispiel alle getötet. Ich glaube nicht, dass es ein Gegner wäre, den ich nicht getötet hätte oder so, von dem ich dann noch Edelsteine bekomme. Hm.
Schwierig, schwierig. Oder halt wieder irgendwas unter Wasser, was ja meine erste Vermutung wäre, weil man dort mal ganz gerne irgendwas übersehen kann oder es nicht aufgesammelt wird, weil man zu schnell daher huscht oder so, herschwimmt, taucht. So. Schnell nochmal unauffällig was getrunken. Ehrlich gesagt, ja gut, mit diesem Eisatem könnten wir jetzt natürlich, oder hätten wir jetzt im Nachhinein diese Aufgabe mit den Drachen lösen können, die wir hier am Anfang in diesem asiatischen Level hatten, wo wir den kleinen Drachen, die kleinen Drachen runterholen mussten. Ich weiß, es klingt ein bisschen schweinisch, aber was wir machen, es ist halt nur mal die Wahrheit. Und da muss ich mich auch anschließen, denn mir wurde auch kommentiert, dass das Game Design technisch jetzt nicht allzu gut vom Spiel gelöst ist, weil es überhaupt keine Anzeichen, nicht mal im Ansatz irgendwie dafür gibt, dass man dafür eine andere Fähigkeit braucht oder da nochmal hinterher zurückkommen muss. Gerade im ersten Level quasi, dass man so betreten kann, ist das schon ein bisschen suboptimal vom Spiel umgesetzt, finde ich. Weil es, wie gesagt, ich habe dafür ja auch keine Anzeichen gesehen und Dennis hatte, glaube ich, genau dasselbe Phänomen und ich weiß nicht, wie vielen anderen Leuten es quasi so gegangen ist, als sie das Spiel zum ersten Mal gespielt haben und es halt noch nicht kannten. Ach genau, wir mussten das nochmal aufmachen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir das ja eigentlich schon gemacht hatten. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge war das. Da hatten wir diesen neuen Bereich schon geöffnet, weil wir jetzt den Eisatem hatten. Das musste ich jetzt nochmal machen, weil das, glaube ich, auch nicht gespeichert wurde, weil davor wieder die PlayStation 2 dann halt das letzte Mal abgestürzt war oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Genau. Ja, wir haben einen Atlas. Genau. Haben wir eben schon gut benutzt. Aber danke, Sparks, dass du denkst, wir wären trotzdem bescheuert und wüssten es, haben es schon wieder vergessen in 5 Minuten. Das ist schön. Sieht schön aus. Ist das jetzt ein Maya-Tempel oder ein Azteken-Tempel? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht immer so ganz gut auseinanderhalten. Da bin ich doch relativ Laie. Auch wenn mir die Bauarten und die Bauwerke und die ganzen Kulturen, gerade andere Kulturen, interessieren mich sehr. Sowohl moderne als auch antike, alte Kulturen, die es vielleicht nicht mehr gibt heutzutage in der Form. Finde ich sehr interessant. Ach interessant, wir können mit dem Eisatem also auch die Körbe quasi zerstören. Du hast Fluffy gefangen. Du hast Fluffy gefangen. Ja, ja. Jutta. Sehr schön. Hat sich denn da einen gerade so gehässig gelacht? Klang geil. Ach, er ist das hier. Ja, mäuserig. Ich habe an einem fantastischen neuen Experiment gearbeitet, aber plötzlich verschwand ich aus meinem Labor. Falls du noch ein paar Libellen findest, könnte ihre Magie diesen Apparat bestimmt wieder in Gang bringen. Ja, wie wäre es mal mit Hallo und so zu Anfang? Aber okay. Du bist voll der elitäre Professor, hast du nicht nötig, ne? 65 Libellen brauchen wir, also noch, ja, Pi mal Daumen 20. Haben wir also noch ein bisschen Zeit. Und somit wird aus einem non-linearen Bereich, was man so als erstes denken könnte, weil es verschiedene Wege gibt, ein doch vorerst linearer Bereich. Juhu. Kann ich mir jetzt optisch überhaupt nicht mehr erinnern. Aber sieht interessant aus. Aus wie so eine Torte irgendwie, wie so eine Erdbeerküchlein-Torte irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich auch einfach gerade Hunger. Du hast Masa gefangen. Ich hab Masa gefangen. Ach, schön. Freut mich. So, wechseln wir wieder zum Elektroatem, zum Elektrotem. Wie wir so schön gesagt haben.